Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den evolutionären Algorithmen. Heute geht es um den Teil hier, beziehungsweise den Teil. Wir wollen uns heute darum kümmern, wie man selektiert. Also erstmal, Select Parents ist ein Selektionsalgorithmus. Wir wählen die Eltern aus, die aus der Population die neuen Kinder, also die neue Generation erzeugen sollen. Und das zweite ist natürlich die Population hier. Wir wählen aus der alten Population und aus den Kindern mit Hilfe der Fitnessfunktion die neue Population aus. Das sind zwei verschiedene Select-Operationen im Prinzip. Und wir wollen uns heute darum kümmern, wie wir zunächst einmal diese Eltern auswählen können. Der Rest kommt dann natürlich nächstes Mal. Okay, die Algorithmen oder die Methoden, die ihr habt, sind im Prinzip drei Stück, wie ihr die Parents selektieren könnt. Ihr habt drei Sachen zur Auswahl. Muss man natürlich erstmal sich überlegen, was am besten auf seine Problemstellung passt und dann einfach vielleicht auch rumprobieren, falls man nicht ganz sicher ist. Das ist dann, wie gesagt, immer sehr unterschiedlich. Aber die sind alle sehr leicht und deswegen werde ich dazu nicht mal was aufschreiben. Oder doch, ich werde was aufschreiben. Aber dazu muss ich erstmal das hier ein bisschen tiefer schieben und das und das. Also machen wir das gerade mal. So, okay. Und zwar haben wir mehrere Möglichkeiten, wie schon gesagt. Wir haben drei Möglichkeiten, um genau zu sein, wie wir die Parents selektieren können. Ich schreibe da gerade mal nur ein paar Stichpunkte auf, damit ihr mir vielleicht besser folgen könnt. Und zwar haben wir als erstes das sogenannte Inselmodell. Das Inselmodell ist so, wir teilen diese Population, die wir am Anfang bekommen, in Gruppen auf, also in zwei oder je nachdem, wie viele Inseln ihr haben wollt, teilt ihr das Ganze in drei oder vier oder 100 Inseln auf, dann habt ihr halt ziemlich viele Inseln auf eurer Landschaft, egal. Auf jeden Fall mindestens zwei Gruppen teilt ihr es auf und dann wählt ihr innerhalb von jeder Gruppe die fittesten x Eltern aus, also anhand von dieser Fitnessfunktion, die steht uns ja global zur Verfügung, mithilfe dieser Fitnessfunktion hier, berechnet ihr dann innerhalb von jeder von diesen Inseln, beziehungsweise von der Gruppe von Populationen hier, berechnet ihr immer die fittesten Eltern, so viele wie ihr halt haben wollt. Das ist auch ein Parameter, den ihr anpassen könnt. Also zum Beispiel 10 Eltern bringen ein anderes Ergebnis wie 100 Eltern. Kommt dann aber auch darauf an, wie ihr das hier unten wählt, wie viele Eltern ihr wollt. Und ja, innerhalb von dieser Insel jeweils die fittesten Eltern und die kommen als Eltern dann raus und produzieren die Kinder. Das ist das Inselmodell. Also ihr habt sozusagen eine Menge an Populationen, eine unabhängige Menge an Populationen, die sich auch unabhängig vermehrt. Das heißt, die Kinder, die hier rauskommen, die kommen nicht in die Gesamtpopulation wieder rein, sondern die kommen wieder auf ihre Insel zurück. Und ganz, ganz selten schafft es mal einer, auf eine andere Insel rüber zu schwimmen. Das heißt, in jedem Durchgang, sagen wir mal, ihr habt 1000 in jeder Population drin, also 1000 pro Insel von diesen Hypothesen, was übrigens nicht so sonderlich viel ist. Und dann macht ihr halt in jedem Durchlauf von diesem Algorithmus, teilt ihr zufällig von je einem Element innerhalb der Population in eine andere Populationsgruppe rein. Also das heißt, es gibt einen kleinen Überlauf von Insel A auf Insel B, aber wirklich sehr, sehr wenig. In jedem Durchlauf vielleicht eins. Und das wäre das Inselmodell. Okay, das zweite, das ist die einfache Menge. Das ist im Prinzip, wenn ihr nur eine Insel habt. Das heißt, es ist so, wie wir es gerade bisher gesagt haben, und als Eltern kommen wieder mal einfach bloß die Fittesten in Frage. Das heißt, ihr nehmt hier einfach die Fitnessfunktion, klassifiziert die ganze Population, und also wirklich die komplette diesmal. Das ist wie wenn ihr nur eine einzige Insel habt. Es gibt keinen Austausch zwischen den Inseln, sondern einfach die x Fittesten aus der Population werden Eltern, produzieren die Kinder und dann wird hier nachher wieder die Population gewählt und weiter geht's. Das ist sozusagen der einfachste Basisfall, aber das Inselmodell ist häufigerweise besser. Okay, und das Letzte, was wir noch machen, der dritte Punkt, ist die sogenannte Nachbarschaft. Und das ist ein ziemlich interessanter Ansatz, weil da geht man nicht auf so eine Insel oder sowas, sondern es werden immer die Fittesten in der Nachbarschaft gewählt. Das heißt, lasst mich dazu kurz was zeichnen, nur ein paar kleine Beispiele. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben drei Bits nur für unsere Hypothesen. Das hier ist 000. Das hier ist 001 und das ist 100. So, die beiden, also
000 und 100, die beiden sind benachbart. Und 000 ist auch benachbart mit 001. Und mit 010 wäre das hier auch noch benachbart. Das heißt, jeder hat drei Nachbarn, weil die sich sehr ähnlich sind. Die unterscheiden sich nur in einem einzigen Bit. Aber die beiden hier, die sind nicht benachbart, weil die unterscheiden sich ja in 2-Bit. Das heißt, ihr habt immer eine gewisse Nachbarschaft. Und innerhalb dieser Nachbarschaft sucht ihr dann euch das fitteste Modell aus. Also den fittesten überhaupt. Also immer nur einen im Prinzip. Das heißt, ihr sucht euch aus der Nachbarschaft von 000 den fittesten. Steckt den dann in eine Menge rein. Also nehmen wir mal an, 001 wäre der fitteste hier. Gut, dann nehmt ihr aus der Nachbarschaft von 000 den fittesten, das wäre 001. Aus der Nachbarschaft von 001 den fittesten, naja, das wäre in dem Fall auch 001, weil 000 ist ja offensichtlich nicht so fit gewesen. Und dann noch aus der Nachbarschaft von 100 den fittesten. Das wäre jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 100 oder 000 ist völlig egal. Das heißt, ihr habt am Ende 000 in der Menge drin der Eltern und 001 habt ihr zweimal in der Menge der Eltern drin. Das ist ziemlich praktisch, denn dann bekommt ihr zwei Kinder sozusagen von 001 und nur ein Kind von 000, weil 000 halt ein bisschen unfitter ist als 001. Gut, und das ist das Nachbarschaftsmodell. Wenn ihr da dann am Ende zu viele Eltern raus habt, dann nehmt ihr halt einfach Elemente, die nur einmal drin sind, die fliegen raus. Elemente, die nur zweimal drin sind aus der Nachbarschaftsauswahl, die fliegen raus. Und Elemente, die nur dreimal drin sind, bis ihr halt eine Anzahl habt, mit der ihr arbeiten wollt. Also wenn ihr zu viele Individuen habt. Und dann könnt ihr aus denen immer noch die fittesten X wählen oder sowas. Ist euch überlassen. Aber im Prinzip funktioniert so der Nachbarschaftsalgorithmus. Gut, das sind die drei Möglichkeiten, wie ihr eure Eltern auswählt, beziehungsweise die drei gängigsten Möglichkeiten. Nächstes Mal gehen wir dann den Teil hier an. Der ist ein bisschen komplizierter, da brauchen wir dann wahrscheinlich sogar mehr als ein Video. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.